Ich suche einen Hoteltester, ich suche Unterstützung. Ich brauche dich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Platzhirsch TV. Hoteltester, ist es jetzt ein Traumberuf? Du kannst ihn gern wahr machen, du kannst es gern mal probieren, denn ich brauche deine Unterstützung. Jedes Jahr prüfe ich selbst 80 bis 100 Hotels weltweit im Rahmen meines Jobs. Also ich schaue, sind die Hotels geeignet oder auch nicht. Und diese Chance würde ich gerne einmal an dich übergeben. Ich befinde mich hier im 4-Sterne-Hotel Titanic in Berlin. Das ist ein nagelneues Haus. Der erste Eindruck, ich bin begeistert, aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Richtig weiß man, ob das Hotel funktioniert. Richtig weiß man, ob das Hotel geeignet ist für den nächsten Kurztrip nach Berlin, für den nächsten Betriebsausflug, für die nächste Tagung, Meeting und so weiter, wenn man hier selbst einmal übernachtet hat. Und genau das machst du. Ich habe für dich einen Gutschein vom Hotel für 2 Nächte, das ist natürlich umsonst, das Ganze auch für 2 Personen. Was musst du machen als Hoteltester, also als richtiger, echter Hoteltester? Du nimmst meinen Gutschein, du fährst nach Berlin, du checkst ein. In dem Moment, wenn du das Hotel betrittst, geht deine Mission los. Das heißt, prüf, sind die Leute freundlich beim Check-in? Wie schnell kommst du dran? Wie schnell bekommst du dein Hotelzimmer? Dann geht es natürlich weiter mit dem Hotelzimmer. Das Haus hat 389 Zimmer, alle in der gleichen Kategorie. Und du checkst, kann man da gut schlafen? Wie ist das Bad? Wie ist alles aufgebaut? Ist das funktional? Sind gute Materialien verwendet worden? Und so weiter und so fort. Also, richtig ausschlafen hier im 4-Sterne-Hotel Titanic in der Chausseestraße in Berlin. Was gehört noch dazu? Du musst natürlich, wenn du dann nachmittags oder am Abend in Berlin unterwegs warst und zurückkommst zum Hotel, einmal an die Hotelbar. Jeder gute Hoteltester ist immer, wirklich immer um Mitternacht an der Hotelbar und teste da frisch gezapftes Pilz oder natürlich im Cocktail. Das ist natürlich auch Teil deiner Mission als Hoteltester. Mitternachts an der Bar ein Getränk checken. Was gehört noch dazu? Natürlich ganz wichtig, wenn du 2 Nächte hier bist, es gibt einen 3000 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Und diesen Wellnessbereich gilt es zu testen. Das heißt, du ziehst deine Flipflops an, Bademantel und ab in die Wellnessoase, 3000 Quadratmeter und checkst das Ganze mal, ob es wirklich von guter Qualität ist. Ich bin gespannt. Letzter wichtiger Punkt, was natürlich als Hoteltester mal ganz wichtig ist, ist das Essen. Bei 2 Nächten hast du auch 2-mal die Möglichkeit, das Frühstück zu kontrollieren. Das heißt, was machst du? Du nimmst dir 3 Stunden Zeit pro Tag, gehst an das Frühstücksbuffet und checkst wirklich einmal alles. Alles von vorne bis hin. Du bist also meine kleine Hotel-Frühstücksbuffet-Fräse. Jedes Teil, was da angeboten wird, darfst du einmal testen. Musst du einmal testen. Also, was musst du dafür tun, um ein Hoteltester für mich zu sein? Ich brauche also deine Unterstützung. Folgendes. Du likest den Beitrag, du teilst den Beitrag, doppelte Gewinnchance für alle die mir schreiben, mit wem sie das machen würden, weil es ist ja für 2 Personen. Oder natürlich ganz wichtig, du abonnierst mal diesen Kanal. Wenn alle, die es ab und zu schon mal gesehen haben, wissen, hier gibt es immer mal was zu tun, hier gibt es immer mal was zu gewinnen. Und das ist also ein Teil, Hoteltester gesucht, neueste Ausgabe. Komm nach Berlin, check das Titanic Hotel, nagelneues Hotel und sag mir und allen anderen da draußen, wie findest du das Hotel? Wie gesagt, mein erster Eindruck ist sehr gut. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Ich würde selbst gerne auch mal hier 2 Nächte übernachten, den Wellnessbereich checken und stundenlang am Frühstücksbuffet sitzen. Aber ich habe keine Zeit und deshalb brauche ich dich. Also, teilen, liken, abonnieren und schon bist du mein nächster Hoteltester. So viel zur Ausgabe von heute, Hoteltester gesucht. Bis zum nächsten Mal, euer Sascha Heide. Viele Grüße aus dem Titanic Hotel in Berlin. Und hoffentlich sehen wir uns bald hier. Ciao, ciao.